Breakdance hat so einen gewissen Druck. Selbst wenn ich Stress habe draußen, ich will jetzt nichts provozieren oder hier groß reden. Bei uns ist es so, wenn du mit jemandem Stress hast, ich immer nur das, du hast recht, ich gehe nach Hause. Links, verlässt mich, Digga. Rechts. Verlässt ich mich dann. Nee, du machst nur überlaufen. So, warum nicht? Wenn man sich so anguckt, Digga, hier. Denkt man so, la la la, wa? Nur jemand, der kam mir dann eben durch. Der hier, war? Ja, sehr gut. Six all in the mix. Herzlich willkommen zu meinem Video. Freunde, schaut mal, ich bin heute mit Mentor unterwegs. Und er meinte, kommst du mal ein bisschen vorbei. Ein bisschen was für Fitness machen. Und wir haben für ihn schon ein bisschen gedreht gehabt. Das sieht man natürlich auf seinem Kanal. Was geht ab, Leute? Das ist die erste Promotion an dich. Ja. Und er wollte mir heute ein paar Sachen zeigen. Ja, ich würde sagen, ich habe zugesagt. Wir haben ein bisschen für ihn gedreht und jetzt will er mich so ein bisschen wieder fit machen, wieder reinbringen in die Sportrichtung. Ich dachte, gut, zeig mir was, was mich nicht umbringt. Am Anfang. Erstmal ein bisschen, okay? Mehr locker. Und dann zeige ich dir hinterher, wenn wir ein bisschen locker gemacht haben, damit hat es mich auch warm gemacht. Aus welchem Background ich komme so ein bisschen. Dann zeige ich dir ein bisschen. Ja, habe ich Video gesehen. Alles klar. Freunde, ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Was willst du mir als erstes zeigen? Hier haben wir eine Schultermaschine. Also ein bisschen mit wenig Gewicht willst du erstmal ein bisschen ganz wenig ein paar Wiederholungen machen. Erstmal sozusagen warm machen eigentlich, ja. Alles klar. Ich zeig dir von hier. Das ist jetzt Schulter? Schulter, ganz genau. Okay. Guck mal, du machst dein Bein, oha, dein Bein hier drauf. Und hier festgreifen. Und so langsam hoch, runter. Also schon wirken lassen, ja? Ja, langsam hoch, runter. Dabei atmen nicht vergessen. Wenn du oben bist, dann ausatmen, unten einatmen. Okay, alles klar. Nach unten einatmen. Ich hab das noch nie mein ganzes Leben gesehen. Noch nie für dich. Ja, jetzt hoch. Kopf runter, Kopf auf. Genau. Runter? Nein, nein, also hoch, ja. Sauber macht er, ja. Gut, Mann. Stabil. Sieht man meine Achselhaare? Was? Läuft, oder? Ja, läuft. Komm mal. Genau, Mann. Also man merkt schon, dass Mentor mich heute ruinieren will so ein bisschen. Ich habe ja extra gesagt, nicht so viel. Aber wir machen das trotzdem, was er sagt. So. Du hast gesagt, eins, ja? Was eins? Nein, mach mehr. Wie viele? Komm, ich sag dir einfach, bist du nicht mehr. Kopf runter, ja. Du meinst hoch? Digga, das ist der Beste. Bist du richtig oder die Arme nach innen? Ja, so ist es. So? So? Ja. Nicht so, du musst nicht so viel runter. Nicht so viel runter. Komm, ein bisschen mehr innen. So? Aber so langsam merkt man so, dass die Chips von gestern langsam. Ja? Das war ganz gut. Was gibt's noch? Hier machen wir noch einen Satz und dann gehen wir zu einer Bizepsübung. Alles klar. Man merkt aber schon, wie es langsam so ein bisschen brennt. Gehen wir direkt zum Bizeps. Du bist langsam breiter. Komm, beginn. Was ist das Ziel, Bruder? Ist das hier breit zu werden? Für mich ja. Ja? Ich weiß nicht, was. Also, nicht jeder, der herkommt, hat dasselbe Ziel, so sagen wir mal so. Na gut, du bist ja auch gerade mal 21, ne? Ah ja. Heute war ganz easy auf easy, so weißt du, genau, weil ich so ein bisschen angefixt bin. Aber hier ist laute Musik. So, die nächste Übung ist welche? Ja. Bizeps? Für Bizeps mit Langhanteln hier, für Bizeps schön treffen. Okay. Ich bin gespannt, ob du hier mit zeig mal einmal vor, wie du das machst. Guck mal, ob du überhaupt schaffst mit nur Langhanteln, weißt du? So. Langsam. Hoch. So. Und das machst du auch mit Gewichten, Quatsch. Natürlich. Echt? Natürlich. Den hier? Niemals. Echt? Aber wie viel kommt drauf? Das ist jetzt 20. Zu leicht mit ohne Gewicht. Echt, ja? Okay. Mach. Alles klar. Du richtig machst. Also so nah ran, ja? Nein, anders. Anders. Untere Griff, genau, ja. Erstmal hoch. Nicht so krass hoch. Nicht so tief, nicht so zu sehr, ja? Mehr reicht, ja. Sehr schön. Jetzt habe ich jetzt das Fett, jetzt kann ich eigentlich anfangen zu trainieren. Vorher hatte ich das nicht. Ich war immer hart gehen, also immer dünn damals, sehr dünn. Nicht so hoch? Nicht so viel hoch. Nicht so hoch. Nein. Scheiß auf? Nein, sieht gut aus, aber... Nein, lang, noch mehr, noch weniger hoch. Weniger. Okay, reicht. Ist das wichtig, dass man das so checkt immer? Ja, also bei uns ja, bei uns auch. Was passiert da genau? Wie lange dauert sowas, bis man so fit ist wie du? Wie lange bist du schon unterwegs? Ich bin jetzt seit 3,5 Jahren schon dabei. Dreieinhalb Jahre?
Aber so richtig ernsthaft, wenn ich jetzt mal, sagen wir mal, meinen Bauch verlieren will? Dann, wenn du dran bleibst, wenn du dran bleibst, auf deine Ernährung achtest und, sagen wir mal, gut trainierst, dann ja. Ein Jahr dauert das. Ein Jahr? Ja, aber du wirst nicht so große Muskeln bekommen, sondern du wirst definiert sein. Genau, ich will definiert sein, ich will wieder leicht sein. Ich will nicht mehr so. Das geht schneller als nur Muskeln aussehen. Echt, ja? Das heißt, schneller als ein Jahr? Schön, auch, eigentlich auch schon. Weil ich hatte damals, guck mal, man sieht sogar noch die Form. Ich hatte damals alles so. Hab ich gesehen, ja, Videos von dir. Jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Es gibt ja immer irgendwas, wo man das hinschieben muss. Corona, scheiß Corona. Ja. Scheiße. Alles nur wegen dir, du Kleine. Ich meine, hast du was anderes noch für mich? Ja, hab ich auch nicht, aber mach doch aber Einsatz. Tolle Übung, wirklich. Mach doch Einsatz hier. Nochmal das Ding. Ja. Ganz vergessen. Bin ich mit dir. Die nächste Übung ist Bauchübung. Bauchübung. Dann zeig mal her. Damit du schöner Bauch bekommst und dann gehst runter. Nicht am Kopf? Nein. Nicht? Nicht sein. So. Ich verstehe. Und kannst du auch am Kopf machen, das ist egal. Spürst du den Bauch? Ja, sehr gut. Ich spüre meine Pommes von gestern. Scheiße. Aber war Halleinschwein, Currywurst. Alles. Yes, was gibt's als nächstes, Bruder? Hier haben wir eine Rückenübung, bisschen. Okay. Rudern. Rücken, okay. Also vorhin nochmal ganz kurz. Allein die Stange wiegt schon mal 20 Kilo. So. Okay. Du gehst so. Ja. Runter. Okay. Langsam hoch. Okay. Runter. Hoch. So oder so? Ander, ja. Mehr. Mach Bauch fest, alles fest. Wie bei den Katzen, wenn die kastriert sind, kennst du? Scheiße. Kastrierte Katzen. Komm, konzentrier dich. Mehr, komm. Nice. Zwei. Drei. Aber man muss wirklich sagen, Mente, man spürt auf jeden Fall die Arme. Und jetzt so ein bisschen Sterne beim zweiten Mal. Nicht beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal kam schon Sterne. Er sagt Sterne, wenn er mit mir einmal richtiges Training machen würde, dann würde er. Verstehe. Mit der Unfall. Aber es wäre geil, wenn ich so mein Gewicht wieder verliere und wieder richtig fit bin wie früher. So, nächste Übung machen wir auch genau hier. Ich habe noch meine Form vom Breakdance damals. Nächste Übung und letzte Übung machen wir auch ein bisschen seitliche Schulter. Also wie gesagt, heute ist noch ein bisschen auf im Training für ihn. Dankeschön, dass er mich nicht umbringt heute. Dankeschön. Es darf nicht passieren, dass wir übertreiben, sonst er kann morgen nicht laufen und sich nicht bewegen. Das ist das Problem, ja. Sehr, sehr intellektuell, der Mann. Freunde, die letzte Übung ist, wie nennt man das, für die Arme oder für die Schulter? Das ist so seitliche Schulter, seitdem. Seitdem, komm. So, ich nehme das jetzt hier in die Hand. Genau, kann ich auch. Festmachen, dann gerade hoch. Zusammen. Muss man auch so Geräusche dabei machen? So. Nein, ja? Musst du nicht. Jetzt noch nicht. Ich fühle mich aber jetzt schon, als ob ich das machen würde. Fühlst du dich jetzt schon breiter? Ja, nicht breiter, aber kaputter. Wie viele machst du davon hier selber? Es fehlt dir, Alter. Machen bist du nicht mehr, Karl. Mach. Ja, selber, guck mal. Eins. Zwei. Fünf, mach komm. Kannst du, wenn die Katze faucht? Er wird aggressiv jetzt. Dabei habe ich noch gar nichts gemacht. Moment hat gesagt, er macht noch mal eine Runde. Bruh. Nein, nicht. Achso, ich. Genau. Was würdest du mir jetzt vorschlagen, wenn ich jetzt anfange zu trainieren und ein bisschen abnehmen zu wollen? Ein bisschen mehr Ausdauer wieder reinzukriegen? Also am Anfang, was würdest du machen? Wie viele Sätze von den ganzen Übungen? Also die hier jetzt? Also wenn du sagst, ich weiß nicht, wenn du sagst, so, ich will jetzt richtig anfangen, dann ich mache die auf jeden Fall
besseren Plan, sagen wir mal. Also, okay. So spontan haben wir einfach aus. Wie sollte ich die ersten 2-3 Monate trainieren am Anfang? Ganz leicht. Ganz leicht, genau. Und am besten Ganzkörper, wie wir gerade gemacht haben. Also wir haben nicht Ganzkörper trainiert. Hm. Also noch ein paar Beinübungen würde ich machen. Eine Trizepsübung, Brustübung. Okay. So. Und ganz wichtig auch auf die Ernährung zu achten. Ernährung ist eine der schwersten Sachen, glaube ich, sogar schlimmer als Training. Eine der schwersten Sachen. Zucker, aber, Alter. Funktioniert am besten, wenn du da. Dann was isst man dann, wenn man trainieren geht, dann sozusagen monatelang? Was soll ich dann essen? Zucker kommt weg, wa? Also, genau. Ich trinke sehr viel Cola, ich esse Süßigkeiten viel. Weil also, solche Sachen kannst du weglassen, aber nicht auch so übertrieben alles weglassen. Also langsam ist es so, dass du am Ende genau auf deine Kalorien kommst und auch genug Eiweiß isst und so weiter. Verstehe. Also nicht einfach Zucker weglassen und keine Ahnung und Cola weglassen, aber jeden Tag, wie du machst, keine Ahnung, jeden Tag so 10 Döner essen oder so. Verstehe. Freunde, ihr wisst, ihr merkt, es ist ein harter Kampf, ist auch mental, nicht nur hier körperlich. Ne? Sehr interessant, danke, Mensch. Musst du alles lernen. Gibt es noch was ich wissen muss für heute? Eigentlich nicht, nee, das war's. Und sag ja, dann geht das Video länger. Okay, ja. Ich danke dir auf jeden Fall. Ja? Ich danke dir auf jeden Fall. War sehr, sehr unterhaltsam. Also, du sagst auch selber, man muss halt da ganz langsam rangehen. Und ich will ja nicht in deine Richtung, ich will ja nicht Mr. Universe werden, sondern ich möchte so mehr so dünn werden, wieder so ein richtiger Specht. Wenn so du weißt du, wie ich vorher war. Sag mir Bescheid, ich werde alles auf jeden Fall okay. Mehr. Also, du meinst so komplett Muskelaufbau? Genau. Können die Leute auf dich zählen, ja? Okay. Ich kann dir auch ein bisschen was von uns zeigen, was wir damals so gemacht haben in der Jugend, als ich so alt war wie du. Okay. Es soll auch kein rumgesponnen werden, wir wollen auch nicht so viel erzählen, weil viele denken halt, ich erzähle viel und da ist halt wenig dahinter. Spaß beiseite. Du siehst ja meine Hand, ne? Kein Training, keine Muskeln. Aber im Leben geht manchmal nicht nur alles wegen Muskeln oder Kraft, sondern Schwung und Technik. Wie mache ich was? Jetzt zeige ich dir, wie ich alles, meinen ganzen Körper wirklich auf einem Arm stemme. Ohne. Na klar. Weil wir natürlich Fitness zu machen. Ich halte meinen Körper mindestens für 5 Sekunden auf einem Arm. Okay? Und das hat eigentlich nur mit Technik und Schwung zu tun. Okay, ich wiege heute 89, knapp 90 Kilo. Ja. Früher mal 65 Kilogramm, heute nur 88, 89. Ja. Ist mein Ellbogen? Der kommt zwischen die Kieke, die Knähle. Genau, ihn schon. Das ist der Magic Finger. Ich glaube an Magie, du kennst mich. Hast du gesehen, wie schwer das ist? Ja. Nein, Spaß beiseite, jetzt kommt der eigentliche Trick. Mal sehen, ob ich das noch kann nach 2 Jahren. Wow, ja. Krass. 4 Sekunden waren das. Ich versuche auch mal. Was sagst du jetzt? Soll ich auch versuchen? Probier es doch mal. Guck mal, so wie ich mich jetzt mit Krafttraining auskenne, kennst du auch damit dich mit diesen Dingen auch natürlich. Gut aus und ich kenne das nicht. Natürlich. Wenn ich, aber du kannst es mal ausprobieren. So? Genau, denk dran, dass dein Ellbogen in deine Kniekehle muss. Wenn du so bist, gibst du dir so eine Lücke. Und dann gehst du da mit dem Ellbogen rein. Genau. Das sieht einfach auf, aber das ist nicht so einfach. Aber probier's. Einmal so hier. So hier. So hier. So hier, guck mal, du musst nicht so, sondern so hier draufstellen. Hä? Diese Arme. Und dann hier, guck mal hier. Da drunter, genau, da drunter. Der Arm muss nach vorne. Mit deinem Körper, damit dein Körpergewicht sich verteilt. Ja. Das kannst du auch, guck mal, das kannst du auch Anfangsposition kannst du lernen. Das ist zum Beispiel der Basic hier, mit 2. Den lernt man am einfachsten so hier, mit 2. Das ist ein Bock hoch und runter. Das ist die Übung dazu. Das kenne ich vielleicht. Doch, irgendwann machst du hier. Das kann ich machen. Nach vorne. Ist wie eine Waage. Und dann stehst du irgendwann. Eigentlich super einfach. Also der erste ist, komm mal mit runter. Und weiter, siehst du? Schwung und Technik. Das ist die Weiterentwicklung von denen hier, ist auf einem Arm und dasselbe auch auf dem anderen Arm. Ja? Und kann ich vielleicht nochmal was zeigen, am Anfang was Leichtes und dann wird es immer schwieriger.
da gibt es diesen Jackie Chan Move von damals. Als wir Jugendliche waren, wollten wir unbedingt diese Karate-Filme nachmachen. Wir haben klein angefangen, ja. Daher bin ich auch zum Filmen gekommen. Moment, man nimmt das rechte, den linken Arm, linke Hand, rechter Fuß. Erstmal mit meinem langen Bein. Nimm mal den Jackie Chan aus. Probier das. Super einfach. Links, rechts. Verlässe ich mich dann. Nee, du machst nur rüberlaufen. Super einfach. Ich zeig dir gleich, wie das in der Extrem aussieht. Mach mal Extrem. Was dabei passieren kann, ist, ihr könnt auf euren Sprunggelenk fallen und euch den Fuß zerbrechen. Komplett zersplittern. Dann gibt es nochmal eine extremere Art. Zeig. Rüberspringen auf die Hand, runterziehen. Weil ich bin so kleiner Mathematiker. Pass auf. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht auf die Schnauze. Nein. Alles ist Schwung, Magic und dein mehr nicht. Okay. Also es ist eine Kombination. Linke Hand, rechter Fuß oder rechte Hand, linker Fuß. Ja, geht eigentlich. Danke, danke. Wie findest du das, Bruder? Was sagst du dazu? Sieht gut aus? Ja. Und hättest du das von mir erwartet oder ja nicht? Nicht so. Warum nicht? Wenn man dich so anguckt, Digga, hier. Denkt man so, lalala, la, la, wa? Nur jemand, der kann mir dann eben durch. Der hier, wa? Ja, sehr gut. Als Breakdancer hast du einen gewissen Druck. Selbst wenn ich Stress habe draußen, ich will jetzt nichts provozieren oder hier groß reden. Bei uns ist es so, wenn du mit jemandem Stress hast, ich bin trainiert, so wie du. Du bist trainiert. Ich kann mir vorstellen, wenn du jemanden gibst direkt in der Hand, dass er umkippt. Verstehst du? Wir sind gezwungen, wenn ich mit jemandem Stress habe und jemand mich anmacht, du hast recht, ich gehe nach Hause. Aber ich mache auch nicht. Ich gehe Gewalt auch aus dem Weg. Ja. Ich gehe Gewalt vollkommen aus dem Weg. Sagst du, Bro, du hast recht. Ich weiß nicht, vielleicht hast du keine Ziele im Leben, aber genau. Ich gehe meinen Weg, du gehst deinen Weg. Danke. Menta, ich danke dir nochmal. Ich danke dir auf jeden Fall. Und der Kollege auf jeden Fall, stabiler Kollege, ja. Der zieht auf jeden Fall durch. Der jammert nicht nach ein, zwei Wiederholungen immer, ja, und feiere ich auf jeden Fall. Ihr habt durchgezogen. Ihr beide, auch ihn, er ist zu sehen bei dir im Video. Mach mal ein bisschen Werbung. Wie findet man dich auf YouTube? Bei mir, Mentamix, kannst du vielleicht verlinken unter dem Video. Mache ich gerne, ja. Sehr nett. Wenn ihr ein bisschen Fitness interessiert seid, dann folgt mir, schaut gerne bei meiner Seite vorbei. Ich würde mich auf jeden von euch freuen und ja, also. Alles klar, ciao. Aber Menta, kannst du mir sagen, wer ist sie eigentlich? Das ist eine hübsche Frau, ja. früher hat sie hier gearbeitet und dann hat sie gekündigt und die meinten, wir machen hier. War Mitarbeiterin des Jahres, des oder was? Jahres oder des Lebens. Des Lebens, ja. Aber was sagst du, Menta, ist das so ein bisschen dein Typ, oder? Nein. sieht so aus, als würde Charakter stimmen. Ich auch auf Charakter, ja? Ist egal, wie sie jetzt aussieht. Aber in echt, was stehst du so auf, in echt so? Dein Typ so? Vom Mädels. Mädels? Ja, Hauptsache Mädels. Achso, sie ist kein Mädel, oder? Doch. Ja, auf alle, ja. Scheißegal. Okay. Also deutsche Pass, scheißegal. Hauptsache keine. Ja. Ja. Freunde, danke fürs Zuschauen, das war's mit dem Video. Mein Name ist Six, All in the Mix. Und ich würde sagen, vielleicht, wenn ihr Bock habt, machen wir weiterhin nochmal mit Video Check mit ihm. YouTube-Kanal, Leute, bitte. Check den bitte ab, okay? Ich habe neu angefangen. Und danke, Leute. Ja, bitte. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Checkt ihn einfach mal ab. Guckt rein, was er so macht. Ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Dann nach oben, Ring aktivieren. Ja. Und haut rein. Ich will noch mal ein bisschen trainieren. Peace, yo. Meint ihr, eines Tages werde ich so aussehen wie er? Six All in the Mix.